Hallöchen, meine Freunde, willkommen hier zurück. Obwohl nicht zurück, nein, eigentlich ja. Ja, ein weiteres Spielchen. Zankenland. Oder wie man das ausspricht. Ja. Survivalen. Wir werden schön survivalen. Ich lese mal kurz ein paar Infos vor hier. Die stehen auch auf der Seite von Steam. Zankenland ist ein aufregendes postapokalyptisches Überlebens- und Erkundungsspiel, das in der nahen Zukunft spielt, als Wasser den größten Teil der Erde bedeckte. Erkunde versunkene Städte, durchsuche Ressourcen und wertvolle Technologien, baue deine Basis, handle, kämpfe und überlebe. Die Kurzform, ne? Also stehen noch viel mehr Infos. Schaut mal unter dem Video, da ist der Link dazu. Werdet ihr direkt weitergeleitet, wenn ihr draufklickt nach Steam. Und ja, es gibt ja auch Banditen, es gibt ja, glaube ich, Mutanten, die auch, glaube ich, irgendwann kommen und angreifen, so ein bisschen DayZ-mäßig. Und es ist auch, ich denke mal, es ist also eine Mischung, was ich bisher so gesehen habe, eine Mischung aus, also aus Rust, aus Raft und den Film. Wie hieß der Film noch? Waterworld. Und ey, wir spielen einfach, wir gucken mal rein, mal gucken, wie das läuft. So, was haben wir denn hier? Oh yeah, hier brennt was. Neuer Charakter, Charakter löschen, Charakter auswählen. Spiel erstellen, Spiel beitreten, zurück. Neuer Charakter. Hui, eine Dame haben wir hier. Eine junge Dame. Wir können auch männlich spielen. Weiblich oder männlich? Komm, wir spielen mal Männlein. Haut. Haut können wir noch ausprobieren hier. Direkt. Der erste sieht auch schon ganz gut aus. Lassen wir den mal auf Standard. Komm, wir lassen den mal auf Standard, oder? Der erste passt ja eher zu meinem Alter. Komm, lass mal. Haare. Wie viele Haare haben wir denn hier? Okay. Also viel Auswahl ist ja nicht. Komm, machen wir einen Glatzkopf. Haarfarbe brauchen wir nicht. Wir haben einen Glatzkopf. So. Name, komm, nehmen wir mal den Namen hier. Wer nehmen wir denn? Ich könnte ja auch mal einen anderen nehmen. Ich muss ja nicht mal Askamon nehmen. Komm, ich nehme einfach Askamon. Gar nicht so lange aufhalten hier. Wir wollen direkt gleich mal loslegen. Haarfarbe, ach, so brauchen wir ja nicht. Das war's denn schon. Der Askamon, jo, fertig. Koop, ja, man kann auch im Koop spielen. Zu viel dazu noch, also dazu noch erwähnt, im Koop. Koop-Modus geht dann auch. So, ich habe einen Charakter. Spiel beitreten könnte ich jetzt oder Spiel erstellen? Mache ich mal Spiel erstellen. Server hosten? Nein, ich mache Einzelspieler. Neue Welt, ändern, löschen, zurück, Spiel erstellen. Einzelspieler, neue Welt. Okay, Askamons Welt, optional, Weltbeschreibung. Gegnerschwierigkeit, normal. Geht auf einfach. Schwer, wahnsinnig. Wir lassen das mal auf normal. Schwierigkeit des Feindlagers. Niedrig, kein niedrig, mittel, hoch. Machen wir Mitte. Schwierigkeitsgrad feindliche Überfälle. Boah. Wollen wir das mal niedrig machen? Einfach nur, um zu sehen, wie das denn aussieht. Oder auch, wir lassen das auf Mittel kommen. Überlebende Schwierigkeit ist normal. Eigenbeschuss. Ach so, falls wir Eigenbeschuss mache ich mal aus. Vielleicht wenn man im Koop spielt, dass man sich gegenseitig verletzen kann, sonst Eigenbeschuss. Forschung teilen, ja, Karte teilen, Flagge teilen, Spawnpunkt teilen, Bett, zufälliger Spawn, Wiedereinstiegszeit 10 Sekunden. Okay, das war das Niedrigste waren 10 Sekunden. Stornieren? Nee. Fertig. Gucken wir mal. Seid ihr überhaupt da? Läuft die Aufnahme? Wir müssen mal gucken. Askamons Welt. Spielen. Also Spiel erstellen. So, Ladevorgang. So, da geht's auch schon los. Sehr schön. Tag 1.
Und oben läuft eine Zeit. Okay. Wow, jetzt können wir gleich mal gucken hier unter Wasser. Ist das denn da? Schwertfische? Cool. Neue Lage. Was? Neue Lage entdeckt? Die gestrandete Insel Neutral. Das muss ich erstmal gucken hier. So, ich glaube, ich muss gleich nochmal in die Einstellungen rein. Aber wir schauen erstmal. Das kann ich immer noch. Oh, sehr schön. Maus ein bisschen. Ah, ich muss die Maus ein bisschen. Ich mach das mal. Ich melde mich gleich zu. Weil fällt erstmal ein Baum. Ich mach das gleich mit den Einstellungen. Fällt hier erstmal ein Bäumchen hier. Mal gucken, wie das aussieht. Aber mehrmals klicken. Okay. Bekommen wir hier eigentlich Holz oder. Oh, einfache Herstellung. Grobe Axt. Eine grobe Axt, Holzspeer brauchen wir Holz, 10 von Holz, Holzspeer, Bogen brauchen wir 10-mal Holzplanke und ein Seil. Pfeile brauchen wir Holzplanken. Alles klar, kann man denn hier direkt. Guck mal, wie sie auch wegrollen. Einfach mal gucken, so die Engine sozusagen. Holzplanke. Ah, macht er direkt, okay. Eine Krabbe, können wir die mitnehmen? Hallo, Krabbe? Hallo? Hallo? Nee, können wir nicht. Gibt bestimmt denn irgendwie. So, warte mal, kann ich nicht die DPI hier gerade mal ändern von meiner Maus? Moment, geht gleich los hier. Geht gleich weiter, beziehungsweise. Ja. Ich muss dann in die Einstellung. So, mache ich gerade mal. Moment. So, da bin ich wieder. Mit anderen Einstellungen. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Die Einstellungen sind auch ein bisschen. Ich benutze V-V-Sync, V, wie sich das nennt, V, und das war auf an. War aber nicht an. Beziehungsweise ich muss es auf ausstellen, damit es an ist, damit es aktiviert ist. Vielleicht ist es einfach eine im Menü halt verkehrt angezeigt. Also, wie gesagt, es ist Early Access. Kommen wir auch noch ein bisschen Holz. Ich habe ein bisschen Holz. Wollen wir ein bisschen Holz holen? So, und die Maus-Eigenschaften, also die Maus-Sensibilität, habe ich auch ein bisschen geändert. So, und links sieht man auch mal Ausdauerbalken, der geht gerade hoch. Wir haben auch Ausdauer, also Energie mit Ausdauer. Und natürlich Essen und Trinken. Und natürlich auch eine Lebensanzeige. So, hier ist ein Felsen, ein dicker Felsen. Sollten wir hier direkt bauen? Haben wir eine Karte? Ja, wir haben eine Karte. Und ganz viele Fragezeichen, was wir alles erforschen können. Was haben wir denn da noch? Inventar. Bauen. Holzfundament. Was können wir denn alles bauen? Holzfundament, Holzwand, Holzwand mit Türschlitz. No translation for. Okay, das ist am Fenster. Holzboden. Holzpfeiler, Holzdach. Holztür, Holzfenster. Holzleiter. Okay. Und immer auf der rechten Seite kann man auch upgraden. Das zum Beispiel, sage ich mal, Rust-Updaten mit, dass man halt erstmal aus Holz bauen kann und dann halt mit Metallfundament kann man dann upgraden hier. Denke ich. Oder halt bauen. Upgraden gibt bestimmt auch. Da haben wir eigentlich genau dasselbe, ne? So, wir haben einfach einen Grill, einfacher Reiniger. Pflanzer, ein Pflanzer, okay. Wird verwendet um verschiedene Arten von Obst. Ah, da brauchen wir Stoff und dann können wir vielleicht anpflanzen, dass wir Obst ernten können. Okay. Forschungstisch. Wird verwendet, um weitere es fehlt halt auch eine Übersetzung, um weitere Sachen halt erforschen zu können. Ne? Einfaches Bett, da brauchen wir noch Stoff. Markierungsflagge. Platziere sie, um einen Ort zu markieren.
Holztruhe wird zum Aufbewahren von Gegenständen verwendet, denke ich mal. Steht zwar jetzt nicht da, aber ist, ne? Metalltruhe wird zum Aufbewahren von Gegenständen. Munitionskiste wird zum Aufbewahren von Gegenständen. Wir gucken uns, bevor ich irgendwas baue oder so, einfach mal jetzt die Möglichkeiten anschauen. Hier auf der rechten Seite geht es noch weiter. Halleluja. Lebensmittelbehälter wird zum Aufbewahren von Gegenständen. Ja, da kommen die Lebensmittel dann rein. Werkzeugkasten. Metallfass. Holzregale, Metallregale. Gott, wir können. Bescheidenes Stuhl, aha, bescheidenes Sofa, bescheidener Tisch, einfacher Schrank, kleine Bank, Holzschrank. Also, ja, es ist. Ach, der Reiniger. Wandelt Meerwasser in Süßwasser um. Ah, da können wir auch nicht einfach trinken, ne? Geht auch nicht. Forschungstisch, okay. Den, okay, da kann man bauen. Ah, das ist eine Art Filtern, rausfiltern. Nee. Geht's so noch weiter? Holzabwehrwand, Holztor, Metallabwehrwand, Metalltor, Holzbarrikade, Stacheldraht. Barrikade, Metallrüstungsplatte, Reifenstapel. Okay. Paddelboot. Wir können uns auch ein Paddelboot kräften. Craften, bauen, beziehungsweise ja, den Herrscher. Ein einfaches Boot, das von Rudern. Da fehlt halt ein bisschen Text, ne? Hölzernes Segelboot. Ein hölzernes Segelboot, das für Pl Platz für vier. Platz für vier? Mit wie vielen Spielern kann man denn spielen, wenn da steht vier? Maximal vier Leuten, koopmäßig? Weiß gar nicht, ob hier überhaupt PvP, ich glaube nicht. Ich glaube PvP nicht. Und vielleicht kommt es ja noch. Ist, wie gesagt, Early Access. So, Holzplanke, Stoff, Seil brauchen wir dann, okay. Komponenten, da brauchen wir denn nur halt nur Komponenten. Mission. Ui. Ein neues Leben. Ich finde mich am Strand wieder, mit einem pochenden Kopfschmerz und keiner Erinnerung, außer daran, in einem dunklen Raum gefoltert worden zu sein. Überleben hat jetzt oberste Priorität. Aber ich habe nichts. Ich werde die Umgebung nach Materialien absuchen, um eine Unterkunft und Werkzeuge zu machen. Ein Bett zum Schlafen und etwas, um meinen Hunger zu stillen, wäre auch großartig. Hier ist eine Liste von Dingen, die ich tun sollte. Ich muss eine Basis errichten. Das Gelände ist uneben. Ich muss auf Fundamenten bauen. Ich sollte unter Wasser Ruinen nach Materialien durchsuchen. Ich kann große Fische jagen, um Nahrung zu bekommen, muss aber von Haien vorsichtig sein. Oh, es gibt also auch Haie. Na, die Schwertfische haben wir schon gesehen, ne? In Bezug auf die langfristige Perspektive sollte ich Früchte anbauen, um nachhaltige Nahrungsquellen zu haben. Die Beschaffung von Waffen hat Priorität, so. Da ich auf mögliche Begegnungen mit Piraten vorbereitet sein muss. Das Erkunden von Blaupausen oder kaputten Gegenständen kann dazu führen, bessere Ausrüstung herzustellen. Okay, weiter geht's nicht. Seite 1, Seite 2. Okay, das ist ja auch nice. Baupläne. Überall Fragezeichen. Karte hatten wir auch schon. Fraktion. Mutanten. Berüchtigte Banditen. Die in einem überfluteten Kernkraftwerk gedeihen. An die radioaktive Umgebung angepasst. Hinterlassen sie Zerstörung, wo immer sie hingehen. Die Plünderer. Sie sind Piraten, die dafür bekannt sind, schwere Siedlungen ins Visier zu nehmen. Sie sind weniger gut ausgerüstet als einige andere Piratengruppen. Machen dies jedoch mit ihrer großen Anzahl und Rücksichtslosigkeit wett. Ja. Die Sklavenhändler. Gierig und rücksichtslos erfassen sie Menschen, um Profit zu machen und verbreiten Angst unter allen, die sich widersetzen. Also, verkehrt gelesen, sorry. Und verbreiten Angst unter allen, die sich widersetzen. Die Erlösung. Nee, der Erlösungsclan. Eine Fraktion mit einem glühenden Glauben an ihre Macht und das angeborene Recht zu herrschen. Aus den Überresten einer verwüsteten Welt hervorgegangen, sehen sie sich selbst als die Retter, die dazu bestimmt sind, die Menschheit in eine neue Ordnung,
Da fehlt was? Fehlt Text, ne? Die Menschheit an der Ort auf jeden Fall, ja, Ordnung zu bringen oder so, ne? Die Jägervereinigung. Ein beeindruckender Clan bestehend aus außergewöhnlichen, erfahrenen Kämpfern. Von verschiedenen rivalisierenden Stämmen als Elitesöldner gesucht. Der Stamm der Kriegsköpfe. Die blutrünstigen Kriegsherren streben unaufhörliche Expansion und beispielslose Dominanz an. Ihr unstillbarer Durst nach Macht treibt sie dazu an, neue Gebiete ohne Reue zu erobern und hinterlassen dabei nur Chaos und Zerstörung. So, Feinde 34 haben wir denn bei den Mutanten. Die Plünderer haben Feinde 53, die Slumhändler haben Feinde 69, der Erlösungsplan hat Feinde 49, der Jägervereinigung Feinde 31, der Stamm des Krieges 61, Inseln und so. Ja, das lasse ich jetzt mal, ne? So, wäre schön. Brauchen wir noch ein bisschen Holz? Wir müssen ja bauen, ne? Wachsen die Bäume auch nach? Das wird ein kleiner Baum sein, der nachwächst oder so. So, nehmen wir das mal auf hier. Können wir auch rennen? Ja, geht auch. Mit Umschalt. Da ist ein Zelt. Pilz. Angelköder. Hui. Angeln. Man kann angeln. Was will man mehr? Erdbeere. Angelköder. Okay. Hier haben wir noch kleine Bäume. Die Muscheln können wir da nicht. Das sind eine Art Fossilen. Fossilen. So. Auch nochmal eine Holzplanke. Haben ja schon mal ein bisschen was zu essen, ne? Ich würde sagen, wir würden auch. Man müsste ja oben drauf bauen, auf dem Felsen direkt. Da oben. Sind das Möwen? Ein Herd? Ah, können wir durchsuchen? Lebensmitteldose, Hunger plus 50 Gesundheit, plus 20 Energie. Achso, Hunger plus 50, Gesundheit plus 20, Energie plus 15. So. Die erstmal mitziehen und verwenden. Alles nehmen. Angelköder, Holzkohle wird hauptsächlich zur Herstellung von Schwarzpulvermunition. Okay. Okay, das fällt direkt dann auseinander. Wir haben nur ein Zelt. Können wir das auch abbauen? Eventuell für Stoff? Nein. Geht nicht. Schade. Eine Kiste. Gummiente, Dekoration mit der rechten Maus, das. Okay. Taschenlampe. Okay. Ist jetzt keine Taschenlampe, ist eher eine Fackel, ne? Und keine Taschenlampe. Einfaches Beleuchtungswerkzeug, das einen kleinen Bereich, ich denke mal, ausleuchtet. Lebensmittel. Oh, was haben wir denn da? Limonade, die haben wir auch schon im Inventar. Kräutermedizin stellt eine geringe Menge an Gesundheitspunkten wieder her. Und Verband wird zur Blutstillung verwendet. Guck mal, dann ziehen wir Verband mal schon mal. Oh, Inventar ist voll. Das Verband ziehen wir runter. Taschenlampe ziehen wir mal dahin. Oh, wenn wir das runterziehen in eine Leiste, bekommen wir auch wieder Platz. Das ist sehr schön. Wir haben auch schon einen neuen Würmer. Na, wegen dem Holz. Aber wir können ja dann da anfangen zu bauen. Busch. Buschsamen. Sehr gut. Pilze. Hunger plus 10. Können ja eigentlich schon mal sowas essen hier, Lebensmittel. Aber wir warten noch. Ich weiß nicht, wie weit sich das auffüllt. Ich will ja nichts an Essen verschwenden. Dann werden wir noch ein bisschen warten. Klamotten können wir uns natürlich später auch noch, denke ich mal, craften, herstellen. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Meerwassereimer. Ein Eimer für das Meerwasser. Und dann brauchen wir ja den. Wie hieß denn noch? Ihr wisst schon, was ich meine, um das umzuwandeln. Von Meerwasser in halt das Trinkwasser halt. Das wird auch. Daraus Trinkwasser bekommen. Warme Jacke. Siehst du, da haben wir die Klamotten.
Brauchen wir fünfmal Stoff und fünfmal Baumwolle. Dicke Stoffrüstung. Dicker Stoffhelm. Hier können wir uns Seile craften. Stoff, Leder. Was haben wir hier? Verband. Kräutermedizin, Mischung für Ausdauer, erhöht vorübergehend. Okay. Die Axt. Wir brauchen Schrottmaterial und Seil. Wir gehen da gleich mal tauchen, wenn wir die Insel gelootet haben. Erstmal die Insel komplett durchgucken, looten. Vielleicht eventuell schon mal anfangen zu bauen. Wir haben mal ein bisschen Holz. Pilze nehmen wir mit. Habe ich Platz? Na ja. So mit der Maus. Ich muss dann noch mal einstellen, glaube ich. Aber muss erstmal reinkommen ins Spiel. Guck mal hier. Deswegen, wir nehmen erstmal alles mit. Gucken. Hier die Umgebung und abtauchen und dann unter Wasser looten die verlorenen. Sozusagen die verlorene oder was Altstadt, je nachdem, was da alles ja, unter Wasser sich auffällt. Ich glaube, das da hinten sieht aus wie ein Shop. Ja, schönes Spiel, was ich bis jetzt so gesehen habe. Ist natürlich noch gar nichts, ne? Aber wer weiß, was da noch kommt. Und es wird, glaube ich, langsam dunkel und schummerig. Ich weiß auch gar nicht, wann die bösen Leute kommen. Wenn die jetzt kommen würden, wär überhaupt nicht gut, weil, ne? Da würde ich nicht lange überleben. Habe ich noch Platz? Ja. Die Frage ist, die Möwen wegen Pfeil und Bogen, könnte man die auch abschießen und da dann Essen zu bekommen? Bestimmt. Oh, sieht das schön aus. Den Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang. Herrlich. Diese Farben. Okay, die Wolken sind nicht ganz so scharf. Warum die Wolken sind nicht ganz so scharf? Habe ich irgendwas übersehen? Da wird es dunkel. Ich würde auch sagen, für die erste Folge reicht das denn auch. Machen wir nicht allzu lang. Ich denke mal, hier würde ich so einen Schlafplatz vielleicht einfach oder hochbauen. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Dass man direkt so eine Foundation haben, ne? Inventar bauen. Leiter haben wir doch auch. Okay, hier kann man nicht direkt eine Leiter. Drehen, zurücksetzen. Okay. Kann man eine Leiter nicht an der Felswand? Hungrig, finde etwas zu essen. Durstig, trink etwas. Kann man keine Leiter an eine Felswand ranbauen? Anscheinend nicht. Zurücksetzen. Holztür, Holzfenster. Holzfundament. Kann man auf dem Fundament in die Leiter raufsetzen? Kommt man da eigentlich so hoch? Muss ich nochmal gucken. So machen wir die Baufolge in der nächsten Runde. Würde ich schon hier oben drauf bauen, würde ich sagen. Wir bauen in der nächsten Folge. Jetzt wird es dunkel. Ich muss was essen. Ziehen, verwenden mit rechter Maustaste. Okay, das ist ja nur Essen. Hunger, Gesundheit, Energie. Ja, okay, trinken brauchen wir extra. So. Ja, wegen Bauen muss ich mal gucken, ob wir hier oben drauf bauen oder unten. Ja, würde ich erst mal sagen, das soll es gewesen sein mit dieser ersten Folge. Auf jeden Fall interessiert. Mir wird kalt. Seht ihr das am Rand? Links, weil ich kein Lagerfeuer, glaube ich, habe.
Kann ich auch ein Lagerfeuer craften? Habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen. Ach, eine Spitzhacke, Reparaturhammer. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Tauchflossen. Angelrute. Brauchen wir ein Seil? Können wir angeln gehen? Oh, das machen wir alles noch. So, bevor ich aber nicht wegkomme, werde ich die Folge jetzt beenden, liebe Leute. Und bleibt gesund. Und seid gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es denn weitergeht mit diesem. Ich finde es bis jetzt echt gutes Spielchen, echt gelungen. Ist doch gar nicht, eigentlich noch gar nichts gesehen. Wir müssen ja noch erkunden hier die ganze Map und alles und hast du nicht gesehen. Und ja, bis jetzt mal auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck und ja. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Einfach nur sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.